Hey, du interessierst dich für eine technische Ausbildung oder aber besuchst demnächst den Infotrack der Metall- und Elektroindustrie, dann ist die M&E Berufe-App genau das Richtige für dich. Die Ausbildungsbörse ist das Herzstück der App. Dort werden 8500 freie Ausbildungsstellen angezeigt. Du tippst einfach deinen Traumberuf ein und dann werden die passenden Ergebnisse angezeigt. Das Coole an der App ist, sie liefert dir alle Informationen, die für dich wichtig sind. Zum Beispiel das Porträt des Unternehmens. Dann natürlich auch noch eine Beschreibung zu deinem Berufsbild, denn du willst ja auch wissen, worauf du dich einlässt. Dann ist natürlich wichtig, wer ist der Ansprechpartner, und dann bekommst du noch einen Link für deine Bewerbung. Ganz ehrlich, einfacher kann man sich nicht bewerben. Falls du aber jetzt sagst, ey, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Für dich haben wir den M&E Berufe-Check. Dort gibst du einfach ein, was du gut kannst, und die App sagt dir, welcher Beruf zu dir passt. Aber ganz wichtig, nicht schummeln, sonst kommen ganz komische Sachen raus. So, ihr Lieben, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei dem nächsten Besuch des Infotrucks der Metall-Elektroindustrie die App nutzen würdet. Und ganz ehrlich, der Besuch an sich ist natürlich schon mega. Aber wenn man die App nutzt, wird es noch besser. Hier im Truck gibt es verschiedene Stationen, die ihr ausprobieren und entdecken könnt. Das Gute ist, wenn eine Station echt viel Spaß macht, dann braucht ihr einfach nur den QR-Code abscannen. Und dann werden euch alle wichtigen Informationen und Videos im privaten Bereich abgespeichert. Was auch super ist, ihr müsst euch nichts mehr aufschreiben. Ihr braucht auch keinen Merkzettel, denn die App speichert alles ab und zu Hause könnt ihr dann in aller Ruhe alles nachschauen. Einen Tipp habe ich noch an euch, und zwar, ihr müsst unbedingt in der App die Push-Benachrichtigung aktivieren. Denn dann bekommt ihr Nachrichten, wann es neue Challenges gibt oder ihr euch mit euren Klassenkameraden battlen könnt. Aber auch natürlich, wo und wann gibt es neue Praktikumsplätze, Ausbildungsplätze oder aber auch ein Technikcamp in eurer Nähe. Was mich persönlich flecht, ist die AR-Anwendung. Damit wir die aber genießen können, schalte ich erstmal das Licht ab. Und zwar haben wir hier auf dem Truck eine virtuelle Autofabrik und dort gibt es ganz viele Arbeitsplätze und Berufe. Das heißt, ihr sucht euch eine Halle raus und dann findet ihr in dem Beruf eine AR-Anwendung. Und wenn ihr die ausgewählt habt, könnt ihr dann mit dem Smartphone schauen, wo in der Region gibt es denn die Ausbildungsberufe. Natürlich ist es dann ganz wichtig, dass ihr die App auf eurem Handy installiert. Übrigens, die ist natürlich kostenlos. Probiert es einfach mal aus.